Denn hier bekommen wir, mach sie alle fertig. Ja, wir werden einfach so reingeworfen, 60 Sekunden und müssen, links unten seht ihr in der Anzeige, 30 Stachis killen. Mit Hilfe von Powerstern. Was heißt Powerstern? Ich meine, mit Regenbogen Mario. Ja, indem wir diese Sterne da eben einsammeln. Mein Gott. Der große, ja, die große Schwierigkeit darin liegt eigentlich nur dabei, dass wir hier eben zum einen schnell sein müssen, zum anderen aber auch, hallo, die Powersterne hier einsammeln müssen. Also was heißt Powersterne? Diesen Regenbogenstern eben. Damit wir auch die Stachis killen können. Weil wenn wir irgendwo festhängen, das ist schlecht. Und ich glaube, wir werden es jetzt beim ersten Mal auch nicht schaffen, weil ich gerade mehr laber als spiele und ja, gleich fertig. Wir brauchen einen neuen Stern. Nein. Nein, okay, das schaffen wir nicht. Jetzt müssen wir in 8 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, okay. 3 haben gefehlt. Gut, dann hätten wir auch mal gesehen, wie ich dabei sterbe. Wunderbar. Jetzt machen wir den ganzen Spaß nochmal. Und diesmal auch mit ein bisschen mehr Konzentration. Und ihr habt gemerkt, ich habe mich eben schon wieder ein bisschen zu sehr auf die Sternteile konzentriert. Das sollte man bei solchen Missionen eher unterlassen. Und das war irgendwie dumm. Shit. So. Du kommst schon mal weg. Du kommst weg. Ich hasse es, wenn die vor allem weglaufen. Das ist doch... Ja, ja, ja. Bam, bam. Und bam. Und bam. Und, ja gut. Irgendwie... Hallo, lauf doch nicht weg. Mein Gott. Ja. Ja. Und ja, die Kontrolle über den Regenbogenstern ist auch nicht so einfach. Und jetzt müssen wir uns beeilen, denn jetzt haben wir nur noch 5 Gegner übrig. In 7 Sekunden. Das schaffen wir wieder nicht. Wo war denn der letzte? Hä? Fail. Wo war der? Oh mein Gott, das erste Game Over steht bevor. Ja, wenn wir es in der Zeit nicht schaffen, kriegen wir übrigens auch Leben abgezogen. Und es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen rumverkacke. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es ist zwar ein bisschen knapp bemessen von der Zeit, aber eigentlich sollte man das locker schaffen. Ja. Nein. Hallo, ich will nicht in den Schlamm. Mein Gott. So, den da, den da, den da, den da. Den da nicht vergessen. Ich glaube, der hat uns eben gefehlt. Kann das sein? Und die beiden. Noch den hier. Ja, diesmal schaffen wir es von der Zeit her locker. Naja, gut, das heißt locker. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Nicht, dass wir jetzt nochmal verkacken. Weil ich laufe schon wieder gegen irgendwelche Wände. Und den hier hätten wir vielleicht auch früher killen sollen. Oh, oh. Zieh. 2. Nein! Wieso ist der jetzt... Och Gott! Mann! Fuck! Sorry. Ganz ehrlich. Ich will es euch nicht noch ein viertes Mal zeigen. Es wird langsam langweilig. Und vielleicht sollte man sich auch eine Taktik überlegen, aber... Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich in Taktiken finden ganz gut, aber... Irgendwie... Lasst mich ein bisschen reinkommen. Dann geht das wieder. Dann kriegen wir das auch locker hin. Wir haben uns hier einen Stern zu spät geholt. Da bin ich ganz klar für. Ansonsten hätten wir das auch geschafft. So. Du da. Du da. Und jetzt machen wir einfach die ganze Sache mal andersrum. Und ihr beiden. Und du da. Und wieso haben wir den jetzt nicht getroffen? Ich frag schon gar nicht mehr. So, und jetzt noch 3. Da hinten den, der wird ein bisschen langwierig. Ach ja, komm. Fuck, ey. Es tut mir so leid. Ich bin so schlecht gerade. Es ist echt nicht feierlich. Boah. So, aber jetzt. Mit Contenance. Ohne mich vorher aufzuregen. Wir machen jetzt erst der am weitesten weg ist. Ja, oder wir machen einfach mal gar keinen. Das ist auch schön. So, dich machen wir jetzt. Dich machen wir.
dich auch. Dich, dich. Und ich wollte und sagen. So, und jetzt machen wir hier das Feld. Ja. Ja. Jetzt den hier und den nächsten Stern. Wunderbar. Okay. Ja, das könnte. Ja, wunderbar. Oh Gott. Wie dumm konnte ich mich anstellen? Es tut mir auch leid, dass ich eben nichts gesagt habe für gefühlte. Für eine gefühlte halbe Minute oder so, aber. So langsam hat es mich genervt, ganz ehrlich. Ich will auch nicht wissen, wie viel Zeit jetzt für diese eine Mission draufgegangen ist. Sehen wir das jetzt? Das würde mich mal interessieren. Oder sehen wir nur meinen Erfolgsrun? Na, okay, 5 Minuten 31. Oh Gott. Sorry, also dass ich 5 Minuten meines Lebens mit so einem Müll verschwendet habe. Flaumwander Galaxie, neuer Schamanakomet. Ja. Ich mache ihn, ja. Es freut euch, hoffentlich, dass ich auch mal verrecke. Sonst. Ja, einerseits bestimmt, andererseits nach einer gewissen Zeit findet man es dann auch gut, wenn der Let's Player schafft, damit man dann auch mal was Neues sieht und von daher. Nächster Komet. Düster Schatten der Schwebegärten. Muaha. Ich hoffe, die werden jetzt nicht. Okay, die werden definitiv schwerer, aber. Nun ja. Hier ist, glaube ich, eine Mission, in der wir. Wieder auf Zeit, wahrscheinlich. Irgendwas machen müssen. Nee, nicht auf Zeit. Okay. Gut, wir müssen einfach nur die Sternenringe hier einsammeln. Und hier sind solche Plattformen, ihr seht es selbst, die auftauchen, wenn man in die Nähe kommt. Okay, wir haben natürlich wieder Marios, die uns verfolgen. Das ist die Schwierigkeit an dieser Mission. Aber ich glaube, die verschwinden, genau, wenn man den Sternenring komplett hat. Ja. Ist eigentlich nicht so schwer, man muss halt gucken, dass man nicht zu vorschnell irgendwo hin will. Gerade wenn es nicht auf Zeit geht, sind die Mission eigentlich sehr einfach, weil dann hat man Zeit, ja. Und dann kann man sich auch erst überlegen, was man machen muss. Okay, also in gewissem Sinn ist das ja auch auf Zeit, dadurch, dass man eben. Das war dumm. Dass man eben die Schatten-Marios hinter sich hat. Und solche Wandsprünge sollte man in keinem Fall verkacken, weil wenn man das macht, dann wird's ganz schwer, weil die Marios kommen ja dann hinterher und da muss man irgendwie an denen vorbei wieder nach oben. Aber das werden wir auch bei Gelegenheit noch sehen. Und so schwer war das jetzt nicht. Ihr seht, wir sind schon beim Stern. Wir müssen jetzt nur noch diese Kapsel aufbrechen und dann sind auch schon wieder alle Schatten-Marios weg. Ja, hier der letzte Teil ist eigentlich nur für Leute, die vorher schon ein bisschen Energie verloren haben und dann halt mit einer Energie noch hier hinkommen und sich denken, ha, der Stern ist direkt vor mir. Und dann kommt von hinten nochmal so ein Mario, man schlägt das erste Mal gegen diesen Kristall und dann erwischt einen der Mario. Deshalb muss man da halt ein bisschen aufpassen. Ja, düster Schatten der Schwebegärten, Galaxie komplett. Ihr merkt es, dadurch, dass wir die Schabernack-Kometen machen, komplettieren wir viele Galaxien. Und immer wenn wir einen machen, taucht neuer auf. So lange, bis wir sozusagen alle Galaxien aufgeholt haben, die wir bis jetzt gespielt haben. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine ganze Weile lang Kometen. Und ja, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber mir machen Kometen irgendwie Spaß. Sind halt ein bisschen anspruchsvoller. Und das ist gerade auch der Reiz daran, finde ich. Auch wenn ich natürlich im Let's Play versuchen werde, nicht allzu oft abzukacken. Wenn ich alleine spiele, ist mir das ziemlich egal, aber. Risikokomet, die bösen Borpedos. Ja, Risikokometen. Gab es auch im ersten Teil. Im ersten Teil übrigens die Schabernack-Kometen so ziemlich das anspruchsvollste im Spiel. Da gab es für jeden Kometen eine andere Bezeichnung. Und hier weiß man eben nicht im Voraus, worauf man sich einlässt. Allerdings der Risikokomet wurde übernommen. Wir haben jetzt nämlich nur eine Energie und können uns mit Hilfe von Münzen keine Energie auffüllen. Ich glaube, wir kriegen auch gar keine Münzen. Und müssen damit halt verschiedene Missionen machen. Hier müssen wir den Endgegner besiegen mit einer Energie. Das heißt, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Das Gute ist, wir landen direkt beim Endgegner. Schwierig wird's, sobald man eine ganze Mission machen muss. Weil dann, sobald man einmal ein Leben verliert, muss man wieder von ganz vorne anfangen. Und das kann dann nach einer gewissen Zeit nerven.
Und hier muss man eigentlich nur aufpassen, dass man sich von den kleinen Dingern nicht erwischen lässt. Und dass man am besten ihn auch mal trifft. Komm, komm, komm. Ja, wunderbar. So, zweite Form überstanden. Jetzt fehlt nur noch eine. Müssen halt ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Dass wir nicht in die Spitze von den Dingern kommen. Eieiei. Und nur noch ein Leben. Mensch, ich glaube, der No-Game-Overrun wird hiermit dann eher nicht gemacht. Ich meine, bis jetzt hat mir auch noch keiner geschrieben, dass es machen soll oder dass es nicht machen soll. Kann auch daran liegen, dass ich die Videos erst kürzlich hochgeladen habe. Ja, aber ganz einfach kann man sich machen, indem man einfach immer bohrt, wenn er so ein Ding machen will, weil dann killt man es immer damit direkt. Ist sehr sinnvoll, finde ich. Da kann man hier nicht verlieren, weil hier dieser Kampf gerade ist ein bisschen zufällig, sage ich mal. Man kann nicht so ganz bestimmen, wann man den Dingern ausweicht und wann man eher Gülle baut oder so. So, und Nummer 2. Dritte Stufe kommt sofort. Und killen. Und killen. Und nicht killen. Okay. Dann. Ja. Jetzt macht er wieder seine Dinger. Und zack. Hä? Was war das? Nein. Okay. Ja. Okay, ja, und komm, komm, komm. Jawohl. Bam, bam, bam. Zack. Okay, einmal sterben ist, glaube ich, legitim in jeder Mission. Dann wird es doch nicht so langweilig. Ja, man muss ja ein bisschen aufpassen. Ich weiß, ich bin mir nicht so sicher, wann man eben auf diesen Bohrern landet und wann man von ihren Spitzen getroffen wird. Weil eigentlich, wenn sie aus dem Boden kommen, landet man auf ihnen, trifft aber gleichzeitig seine Spitze. Also ist sehr schwammig, wie man da getroffen wird oder wann der Gegner getroffen wird. Deshalb sollte man sich eigentlich nicht direkt drüber stellen. Risikokomet, die bösen Bohrpedos. Pedobären. Ja. Und nächster Komet. Wir machen jetzt hier eiskalt alles hintereinander. Spiel wurde gespeichert. Zeit für den... Wo war das nochmal? Bei der... nächsten Galaxie, glaube ich, schon die erste Mission. Kann das sein? Ja, genau. Noch ein paar Sternteile einsammeln. Puzzleplanken-Galaxie. Wo ich fälschlicherweise auch mal ein paar Mal Puzzle-Panik-Planken oder Panik-Puzzle-Planken oder Puzzle-Planken-Panik gesagt habe. Aber Alliteration macht Spaß, ja. Das Schattenverlies der lila Münzen. Auch das, neues Feature. Naja, was heißt neu? Im Vergleich, also in Super Mario Galaxy 1 gab es das auch. Lila Münzen einsammeln. Und zwar meist auf Zeit. Und auch meistens um die 100. Ist manchmal ein bisschen abgewandelt. Hier haben wir eine Minute für genau 100, ja. Und das auch noch mit Schatten Marios. Also es ist nicht so leicht. Wir sollten halt möglichst nicht unsere eigenen Linien langlaufen. Und das habe ich damit schon wieder gebrochen. Ich habe es gesehen, ja. Und das ist schlecht. Man sollte sich am besten so ein Muster suchen, wo man nach und nach alle abgrast. Am besten von oben nach unten und dann, wenn man ganz oben oder ganz unten ist, immer wieder von links nach rechts. Oh Gott. Aber hier kommen unendlich viele, habe ich so das Gefühl. Das ist nicht nur eine gewisse Menge. Naja, die hier liegen zu lassen ist immer schlecht, weil dann muss man nochmal dahin, wo man schon mal war. Und das kann unter Umständen echt tödlich werden. So. Und hin. Und das war der 100. Wunderbar. Jetzt müssten sie alle verschwinden, hoffe ich. Und dann können wir nochmal episch viele Sterne... Oh ja. Das gibt viele Sternteile. Ja. Oh ja. Oh ja. Genügend. Okay, da hinten zerbrechen sie schon. Ja, 65. Sind okay. Also, will ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Aber ihr merkt, solche Kometenmissionen gehen echt schnell, aber sind trotzdem anspruchsvoll. Und das sind eigentlich so ziemlich meine Lieblingsmissionen. Ich mag es nicht so ewig lange hin und her zu laufen. Und dementsprechend Super Mario Galaxy 2 etwas besser für mich. Also ich finde es etwas besser als den ersten Teil. Und damit kriegen wir auch noch einen Shabana-Komet in der Hochgarten-Galaxie. Der allerersten Galaxie im Spiel. Und da, ja, also ich muss gestehen, ich weiß wirklich eigentlich nicht, wo
welche Kometen sind und ja, wie die wie die Schabernack-Kometen da aussehen. Ich lasse mich da meistens überraschen. Ich spiele auch nicht vor oder so, das sollte vielleicht auch mal gesagt sein.